Schon seit vielen Monden ist die Superwaffe im Besitz der Lava Creatures, die sie in einem spektakulären Kampf mit den Ice Creatures an sich reißen konnten. Damit sie ihnen nicht wieder weggeschnappt wird, wird sie gut beschützt. Der mutige Feuerlöwe wird unterstützt vom hitzköpfigen Lava-Golem und vom heißblütigen Höllenhund, der bei seinem letzten Kampf einen Teil seines Schwanzes einbüßen musste. Die Lava hat bereits große Teile der Steinwelt überzogen und die wichtigen grünen Kristalle unter sich begraben. Auch in der Dschungelwelt ging es heiß her und viele Pflanzen haben die Gluthitze nicht überlebt. Doch so viel Macht macht auch leichtsinnig. Während der Feuerlöwe noch Witze über die anderen Welten reißt und der Lava-Golem schon Bauchschmerzen vom Lachen hat, schmieden andere Kreaturen nicht weit entfernt schon Rachepläne. Hast du das gehört, Steinmonster? Bei so schlechten Witzen läuft es mir steinkalt den Rücken hinunter. Ja, Filzbestie, lass uns endlich den Stein ins Rollen bringen. Wie bitte? Was meint er damit? Ah, da lauert ja auch noch der Dschungellord mit seinem Dschungelroboter. Ihm ist der Stein nicht entgangen. Er blickt sich um und entdeckt die Steincreatures. Hey, lasst uns zusammen diesen Glühwürmchen das Licht auspusten. Das ständige Mampfen von grünem Zeugs tut ihm gut, Steinmonster. Auf geht's! Was ist los mit dir? Sind deine Beine etwa festgewachsen? Ich hab solchen Hunger. Meine Kristallvorräte sind seit gestern aufgebraucht. Mimi. Ich geh schon mal vor. Komm einfach nach, wenn du wieder weißt, aus welchem Kern du bist. Der hat gut reden. Muss ja auch nicht so viel tragen. Ah, meine Beine sind so schlapp. Na gut, noch ein letzter Sprung, dann hab ich's geschafft. Oh, zu weit. Jetzt muss ich auch noch wieder raufklettern. So, da bin ich. Habt ihr euch schon was überlegt? Hallo Steinmonster. Ich hatte dich größer in Erinnerung. Nun gut, ich hoffe, von deiner Kraft hast du nichts eingebüßt. Du wirst sehen, die Aussicht auf leckere grüne Kristalle weckt bald wieder alte Kräfte in mir. Lasst uns die Lava-Creatures von hinten überlisten und dieses Strohfeuer endlich löschen. Außerdem gehen mir die Witze vom Feuerlöwen gehörig auf die Lianen. Auf geht's! Wird die Kraft der drei Verbündeten ausreichen, um die überheblichen Lava-Kreaturen von ihrem Feuerthron zu stoßen? Kristallkuchen, Kristalllasagne, Pina Cristallo. Wie kann man nur die ganze Zeit ans Essen denken? Ich hoffe, dieses Bündnis lohnt sich und ich muss am Ende nicht die ganze Arbeit alleine machen. Hey, Dschungellord, ich könnte eine Pause vertragen. Lass mich doch auch mal deinen Roboter ausprobieren. Yippie, welch angenehme Art zu reisen. Wenn wir die Superwaffe haben, baue ich mir als erstes so einen Roboter. Psst, sei still, sonst geht unser Plan den Bach runter. Der kleine, wendige Dschungellord ist ohne seinen Roboter zwar so gut wie wehrlos, doch dafür sehr wendig. Klug schätzt er die Lage ein. Über seinen Dschungelroboter gibt er den beiden Steincreatures Anweisungen. Zuerst soll sich die Felsbestie den Lava-Golem vornehmen. Das Steinmonster sollte locker mit dem verwundeten Höllenhund klarkommen. Für sich selbst wählt er den Feuerlöwen. Jungs, wir werden angegriffen. Zwei Kieselsteine und ein grüner Wackelpudding mit gelber Vanillesoße. Ich schnapp mir das Schoßhündchen. Na, damit hast du nicht gerechnet. Schoßhündchen? Wer mich wütend macht, bekommt meine grünen Hörner nicht nur einmal zu spüren. Regungslos liegt der Lava-Golem inmitten von verbrannten Dschungellianen. Da kommt der Felsbestie eine geniale Idee. Sie wickelt ihn damit ein. Jetzt ist er endgültig außer Gefecht gesetzt. Wer mich unterschätzt, wird schief gewickelt. Unterdessen knöpft sich das Steinmonster den Höllenhund vor. Es scheint ein Kampf auf Augenhöhe zu sein, denn lange kann niemand die Oberhand gewinnen. Und so rollen sie den Abhang hinunter. Jetzt ist der Riese aus Stein klar im Vorteil. Während der Höllenhund vor lauter Schwindel nur noch Funken vor den vier Augen sieht, bewahrt das Steinmonster einen klaren Kopf. Auch er nutzt die Taktik der Felsbestie und fesselt den Höllenhund.
Unser Teil ist erledigt. Was treibt der Dschungellord? Ha, ha, ha. Die Dschungel-Creatures schicken dich vor. Dich hau ich mit Leichtigkeit um. Du kannst hier keine Wurzeln schlagen. Wer ins Feuer bläst, dem fliegen die Funken ins Auge. Der Dschungellord braucht Hilfe. Zum Glück hat er mich. Hey Miezekätzchen, da hinten gibt's ein Wollknäuel aus Lianen. Geh spielen! Danke, Filzbiss, der hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. Na warte, der kann was erleben. Gleich könnt ihr euer feuriges Wunder erleben. Akio Superwaffe, komm zu mir! Denkt er, er ist Harry Potter? Dem schicke ich gleich mal den Stein der Weisen. Zusammen haben wir sogar den Feuerlöwen besiegt. Es wird Zeit, auch ihm diese wunderbaren Lianen näher zu bringen. Wer hätte gedacht, dass diese doch so unterschiedlichen drei so gut zusammenarbeiten? Ich jedenfalls nicht. Gemeinsam begeben sie sich nun auf den Lavahügel, auf dem die Superwaffe auf sie wartet. Ein Blick zurück verrät uns, dass die drei Lavakreaturen keine Chance mehr haben, sich zu entwirren. Den hitzköpfigen Lavagolem hat's wohl am schlimmsten getroffen. Die Freude ist besonders beim Steinmonster unbeschreiblich hoch. Für ihn geht's jetzt direkt in den Kristallhimmel. Nom nom nom. Die Felsbestie wollte die Superwaffe unbedingt erobern, um sie ihrem Herrchen, dem Steinskelett, zu bringen. Der hat bereits Großes damit vor. Doch auch der Dschungellord schmiedet Pläne und möchte möglichst viele Minis erschaffen, um mit ihrer Hilfe das Dschungelungeheuer von seinem Thron zu stoßen. Noch ist unklar, wie lange sich die beiden Welten die Superwaffe teilen werden. Oder ob bei einer der Machthunger nicht bereits schon größer geworden ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr weitere tolle Videos von uns nicht verpasst. Wenn ihr Freunde habt, die auch Spaß an diesem Video haben könnten, dann teilt es gerne mit ihnen oder schaut es euch gemeinsam an. Ansonsten fragt gerne eure Eltern, ob ihr noch ein Video von uns anschauen dürft. Bis dahin, schöne Grüße und vergesst nicht, spielen macht Spaß!